Abbringen. 38 Jahre. Neben dem Triebwagen. Wenn Sie was speziell uns sagen, wir halten auf freier Strecke, kostet nichts. Was? Geht auch auf freier Strecke. Der nächste Tag aktiv. Also ganz Güterzug, der lange auf Deutsch. Ein Tag. Da fahren wir so mit 30 Kurzwagen hier, die was wir nehmen. Als kommt da gar keine Vormeldung. Das höre ich gleich mit, dann weiß ich, was kommt. Gerne hin. Hallo, ja. Das heißt jetzt der Hate, oder? Der rote, wenn Sie den drehen. Ja, genau. Einfach halt und angenommen. Ja. Da kommt jetzt irgendwo dahinter auch nochmal raus. Da, wo der Mann sitzt, im Rollstuhl. Super. Da bewegt sich schon was. Cargo. Okay. Das ist also 2,25. Berlin. Ja. Jetzt haben wir die Ganzzugvormeldung. Super. Als Berlin wird 2,16 angenommen. Wie man schon hört im Funk, dass der Gag unterwegs ist, ist ein Überlanger, der alles blockiert. Da dürfen wir sich schon ein bisschen herrichten, ja, dass sich tot wird. Ah, natürlich. Ah, da kommt der Überlanger. Meldet schon vor, obwohl er noch gar nicht hat. Das sind die alten Tricks. Was wir gemeinsam haben, ist der Vorhang. Der schwarze Damm, 130 Meter. Berlingen. Zug vor 12 Jahren. Der ist feuerfest, ISO mit Zertifikat für die Hallen. Ich fahre da einen Rundfahrt in irgendwo. Da muss der Gagner, ja, genau, mit Bilder reinfahren. Die Anlage gehört dann immer jedem, gehört ein Stück. Genau. Genau. Jeder baut, plant, unterhält, pflegt selber. Pflegt alles selber. Hat den Vorteil natürlich, dass man jeder guckt, dass halt Ding läuft. Berlingen. Ja. Das heißt, wer nichts pflegt, wer schlampig wäre und so, der steht 10-mal auf am Tag. Wer sauber ist, der hockt alles hier 7 Stunden. Weil bei großen Vereinsanlagen ist ja so, sagt jeder, ist mir egal, ich bin jetzt eine Kantine, mache was ich will. Aha. Und hier ist es natürlich anders. Okay. Und je nachdem, wie viel Zeit haben, desto so groß ist die Anlage. Na, nein, nach dem Platz geht es, ja. Nach dem Platz geht es, ja. So. Dann gehen wir raus. Jetzt kommt der längste. Ja, dann haben wir erst den Ding ruhig. Regionalexpress hat einen Vorrang. Ja. Ja, gleich kurzer Halt einplanen. Berlingen wird der Doppelstock 2,16 angenommen. Ist der Bahnhof voll? Kein Problem. Dann wird es jetzt 28 angenommen. Okay, dann machen wir da Zugweisung. Dann fahren wir schon mal auch ab. Und wir sind alle ausgestiegen. Und schon mal Platz. So, wenn der draußen ist, kriegt er die Anfrage auf den Ganzgüterzug. Also ist übrigens Merkling im Einsatz, weil es halt betriebssicher ist. Wechselstrom. Analog, keine Elektronik, keine Technik. Jeder Bahnhof, ein Fahrbahnhof. Ganz Publik erfahren. Das sind die Weichen, blau-gelb. Und da kann ich Gleise abschalten. Entweder Lokschuppen, innen, außen, Dom ist immer aus. Mhm. Oder Einfahrsignale, wie okay. Der da. Da steht das ganz klar. Da steht der. Das ist es eine Einfahrt da drüben schon. Der Doppelschuh, wo hinaus ist, der ist bei mir erledigt. Okay. Ist ein Einfahrsignal, da diesen Gaszug geht, und man würde ihn jetzt reinlassen. Ah ja. Er betreibt auch mehr den Abstellbahnhof da. Manche stellen wir bei den Ab- und andere Züge und so. Und Sie sind jetzt für den großen zuständig? Das ist mein nächster, wo ich jetzt aufpasse. Ich kann natürlich den noch beschäftigen. Moment, machen wir den noch weg. Immer weg, das ist wichtig. Berlingen wird 2,12 angenommen.
Was heißt 212? Das ist der Zug 212 mit Maß nach die Lokomotive meistens. Okay. Ja. Die gigantisch, da haben wir einen dabei in Österreich, da ist glaube ich 21,06, denkt jeder, boah, die haben Züge, die so. Das ist ja ganz poppige Lokomotive, sonst nichts. So, schauen wir mal in Klaus Tau, ob der wach ist. Der Schwerningen wird gar angenommen. Also, fahren wir ab. Ja, ist noch kommen. Haben wir im Griff. Dann macht man Fahrt da drüben. Also 50 Wagen haben wir auch schon gehabt. Ich bei dem, bei den Erzwagen, die sind schwer, so in dem Typ da. Ne? Kein Problem mit einer Lok. Wenn einmal ein Gastloch da geht, hat immer so ein älterer Mann, der war schon an die 80, ein Linkskett, ein Big Boy, ja, so ein Fee, Schachtel dabei, können wir sein, machen wir. Nur Finger aus, machen wir. Haben wir den mal Züge nachgehängt, der ist schon während die tolle Zeit Zug da rumfahrt. Wenn wir Standardmaß haben, genormt und so, und dann den Fahrer. Aber müssen wir heute Mittag zum Essen. Ja, das wird Ihre Frau schon verstehen, dass sie da noch wieder da sind. So, den haben wir. Der Gag ist bei dem nicht auch das, das kann man daheim machen. Zwei Leute, da haben wir ein kleines Muster da drüben, jeder hat einen Bahnhof, Strecke, irgendwas, da kann man sich selber die Züge schicken und sagen, der, der, so und so, ist okay. Besser, wie bloß alle da rumwurschteln irgendwo. Ja, Mann. 2,16, ja. Das ist ja so, oft sitzen wir auch so, wenn du mal einen Fall geht, in der Nähe von Disney war das, da ist einer, Berlingen. Koppelstopp, ja. Da saß einer in der Garderobe von dieser Gemeindehalle. Den haben wir den ganzen Tag nie gesehen, nur am Rohr haben wir den gehabt. Haben wir gesehen, der lebt noch. Also Zeit geschickt und so und so. Das geht also an der nächsten. Fahrzeuge können also jedem selber. Jeder bringt also 5-6 Züge rein. Okay, irgendwo. Okay. Und wenn irgendwas ist, dann pfeift einer, soll den Körper den also ölen, machen. Nur nach Auftrag. Wir greifen nie bei einem anderen Lok rein oder in der Garnitur, weil es ist ja so, die Garnituren sind jetzt in mir auch daheim wieder immer gewisser Umlauf drin. Ich habe also 630 Fahrzeuge daheim, da sind 160 Loks dabei und das ist gewisser Umlauf, sonst kommt das durcheinander. Da gibt es natürlich eine Liste, wo ich genau weiß, wer kommt wo rein in die Grenze. Das ist das Transportsystem von mir daheim. Da kann man reinfahren mit denen. Ich nehme also